Lautlos und leicht schweben sie vom Himmel herab, die Schneeflocken, und verwandeln Markt und Gassen in Traumlandschaften. Ganz profan gesehen ist ein einzelnes Staubkorn der Ursprung einer Schneeflocke. Wenn es hinreichend kalt ist, lagern sich Wassermoleküle aus der Luft an dieses Staubkorn an. Bei Temperaturen unter 0 Grad gefrieren diese Wassertröpfchen zu Eiskristallen. Mehr und mehr Wassertröpfchen kommen hinzu, kleben sich an und bilden merkwürdig schöne Kristallformen. Denn diese neuen Wassermoleküle lagern sich vor allem an den Ecken und Kanten an. Wassermoleküle sind hexagonal angeordnet, sagt man, also in sechseckiger Form. Und daher kommt auch die besondere Struktur der Schneeflocke mit ihren typischen Ästen. Sie sind jedoch nie identisch und immer spielt der Zufall bei diesen molekularen Klebespielen eine Rolle. Daher gleicht keine Schneeflocke der anderen. Temperatur und Feuchtigkeit in der Luft beeinflussen, wie sich eine Schneeflocke ausformt. Ab minus 15 Grad übrigens bilden sich besonders schöne Exemplare. Größere Kristalle fallen dann herunter, stoßen mit anderen zusammen und verhaken sich und bilden so Schneeflocken. Bis zu 5 Minuten dauert die Reise einer Schneeflocke aus einer Wolke aus 300 Meter Höhe. Symbole für den Winter.